Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die Definition eines schönen Zuhauses ist für jeden anders. Dies wird manchmal von der Kultur und dem persönlichen Geschmack einer Person beeinflusst. Viele Menschen wollen in großen und dicht besiedelten Städten leben, während für andere das Landleben sehr reizvoll klingt. In diesem Video zeigen wir euch 10 seltsame Orte, von denen ihr nicht glauben würdet, dass hier tatsächlich auch Menschen leben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Der Berg Fanxingshang befindet sich in der chinesischen Provinz Guizhou auf einer Höhe von 2570 Metern. Er ist der Gipfel des Wuling-Gebirges, in dem auch viele verschiedene ethnische Gruppen leben. Der Fanxingshang ist ein heiliger Berg im chinesischen Buddhismus. Er wird regelmäßig von Kaisern und buddhistischen Pilgern besucht. Touristen, die den Berg besuchen wollen, können mit der Seilbahn hinauffahren oder auch zu Fuß gehen und müssen dafür in 4 bis 5 Stunden über 8000 Stufen erklimmen. Es kann eine Herausforderung sein, aber die Landschaft in Fanxing ist einfach unglaublich schön. Es ist auch eine der größten gut erhaltenen Wälder, die 2018 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Auf dem Berg findest du mehr als 800 verschiedene Pflanzenarten, darunter 15 geschützte Arten wie den Taubenbaum, der in Form einer Taube blüht. Aber auch den chinesischen Tulpenbaum gibt es hier. Es ist auch der einzige Ort auf der Welt, an dem du den seltenen goldenen Affen von Guizhou finden kannst. Nummer 9. Supai im Coconino County, Arizona ist eine der abgelegensten Gemeinden in den Vereinigten Staaten. Man kann sie nur zu Fuß, per Maultier oder per Hubschrauber erreichen. Der Ort ist 13 Meilen von den nächsten Straßen entfernt und es gibt keine Autos in der Gemeinde. Die Tiere werden zum Transport von Lebensmitteln und anderen Dingen wie der Post benutzt. Denn glaubt es oder nicht, Supai ist der einzige Ort in den Vereinigten Staaten, an dem die Post noch tatsächlich von Maultieren transportiert wird. Im Jahr 2010 lebten nur 208 Menschen in dem Gebiet, aber Supai war nicht immer so. Im August 2008 kam es zu schweren Regenfällen, die das Gebiet teilweise überfluteten. Auch der nahegelegene Redlands Damm konnte die hohen Wassermassen nicht bewältigen. Straßen, Brücken und Campingplätze wurden schwer beschädigt. Infolgedessen mussten die Bewohner von Supai evakuiert werden und einige Menschen kehrten deshalb nie wieder zurück. Nummer 8. Der nächste Ort auf dieser Liste ist La Rinconada, der in den peruanischen Bergen auf einer Höhe von 5100 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Damit ist es der höchste Ort auf der Erde, an dem tatsächlich auch Menschen leben. Die einzige Straße zu diesem Ort ist eine kleine Nebenstraße mit vielen Steinen, Schmutz und manchmal sogar auch Eis. Aufgrund der Höhe und der anspruchsvollen Straße kann es mehrere Tage dauern, um das Ziel zu erreichen. Die Haupteinnahmequelle in der Gegend ist der Goldabbau, wo sie noch ein altes System namens Cajoreo verwenden. Die Menschen hier suchen 30 Tage lang ohne Bezahlung nach Erz, einer Art Mineral, und am letzten Tag dürfen sie so viel mitnehmen, wie sie tragen können. Ob das Erz etwa Gold enthält, hängt meistens vom Glück ab. Die Durchschnittstemperatur liegt hier bei etwa 1 Grad Celsius mit dem üblichen Schneefall und ab und zu gibt es sogar extrem kalte Nächte. Aufgrund der großen Höhe, in der die Menschen leben, gibt es auch einen extrem niedrigen Sauerstoffgehalt, was zu gesundheitlichen Problemen wie Sauerstoffmangel führen kann. Nummer 7. Aogashima ist eine vulkanische Insel und steht unter der Kontrolle und Verwaltung von Tokio, Japan. Es ist die isolierteste Insel der Izu-Inselgruppe, auf der tatsächlich Menschen leben. Die Insel befindet sich inmitten eines Vulkans, den Japan noch als aktiv betrachtet, was bedeutet, dass er jederzeit ausbrechen kann. Einer der größten Ausbrüche ereignete sich im Jahr 1785. Weil einige Menschen es zu unheimlich fanden, auf der Insel zu bleiben, sind sie weggezogen. Im Jahr 2014 wurde eine Volkszählung durchgeführt und es gab nur noch 170 Einwohner auf der Insel. Obwohl es ein gefährlicher Ort zum Leben ist, bietet er viele Plätze zum Fischen, Wandern, Campen und Schwimmen. Die Insel verfügt auch über geothermische Energie, die sich perfekt für Saunas eignet. Würdest du in der Mitte eines aktiven Vulkans leben wollen? Lasst es mich in den Kommentaren sehr gerne wissen. Nummer 6. Die Kurowai sind ein Stammesvolk aus dem Südosten Papua-Neuguineas und dafür bekannt, oberhalb des Waldes in Baumhäusern zu leben. In den frühen Tagen mussten ihre Häuser in den Bäumen gebaut werden, weil sie sich auf diese Weise leicht vor anderen rivalisierenden Stämmen schützen konnten. Sie errichteten ihre Häuser etwa 9 Meter über dem Boden, indem sie robuste, lange Stangen aus einer speziellen Holzart verwendeten. Außerdem konnte diese Art von Holz dem Feuer widerstehen. Es gibt ein Gerücht, dass die Kurowai auch Menschenfleisch mögen, aber laut Forschern, die ihr Leben bis aufs Genaueste studiert haben, ist dies nur eine erfundene Geschichte. In Wirklichkeit besteht ihre Nahrung hauptsächlich aus Waldlarven, Fischen und Pflanzen. Ich muss sagen, dass es ziemlich clever ist, ein Haus so hoch oben in den Bäumen zu bauen und doch auch gleichzeitig ziemlich beängstigend, wenn man dort tatsächlich die ganze Nacht verbringen muss. Nummer 5. Wenn du Herausforderungen und Klippen magst, dann könnte Klippencamping etwas für dich sein. Diese Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf hohen Bergfelsen.
Das Klettern auf einen solchen Bergfelsen kann manchmal wochenlang dauern. Klippencamping ist mit sogenannten Portal Ledges möglich, einem hängenden Zeltsystem, das für Bergsteiger entwickelt wurde, die die Nächte an der Seite einer Klippe verbringen wollen. Cliff Camping wurde 2015 von Tommy Caldwell und Kevin Jorgensen populär gemacht, als sie erfolgreich die Dawn Wall des El Capitan im kalifornischen Yosemite National Park bestiegen. Wenn du schon mal im Yosemite National Park gewesen bist, weißt du sicherlich, dass dieser Berg ganze 914 Fuß hoch ist. Deswegen brauchten die Männer auch 19 Tage und jede Nacht beschlossen sie, auf ihren Portal Ledges zu schlafen. Du denkst jetzt vielleicht, das ist ziemlich gefährlich, oder? Denn was ist, wenn man im Schlaf umkippt? Aber Experten behaupten, dass es sicher ist, weil man einen Gurt trägt, der am Zelt befestigt ist und oft mit einem weiteren Seil an der Wand festgebunden wird. Nummer 4. Freedom Cove ist eine schwimmende Insel, die von dem Ehepaar Wayne Adams und Catherine King in Cypress Bay, British Columbia gebaut wurde. Sie begannen 1991 mit dem Bau und brauchten 27 Jahre, um ihre künstliche Insel aus Materialien zu errichten, die sie im Laufe der Jahre fanden. Freedom Cove verfügt über ein farbenfrohes Wohnzimmer, einen Leuchtturm, einen Kunstraum und sogar auch ein Tanzstudio. Wayne baute sogar ein Frischwassersystem und Generatoren, die Solarstrom erzeugen können. Tatsächlich ist Wayne selbst Holzschnitzer und Bildhauer und seine Frau Catherine Malerin, Schriftstellerin und Choreografin. Ihre Suche nach Inspirationen der Kunst hat sie dazu gebracht, in der Natur zu leben. Catherines Tag beginnt meist ruhig mit Yoga, während Wayne Holz hackt. Sie bauen den größten Teil ihrer Lebensmittel selbst an und müssen nur für wenige Dinge auf den Markt gehen, um einzukaufen. Freedom Cove hat schon viele Stürme erlebt, aber Wayne hat die Insel mit dicken Seilen am Ufer festgebunden, damit sie eines Tages nicht ins Meer hinausgeweht wird. Nummer 3. Der Hängetempel von Hengshan ist einer der friedlichsten Touristenattraktionen und historischen Städten in Shaanxi, China. Er wurde vor über 1500 Jahren in der Nähe des Berges Hengshan, einem der 5 heiligen Berge in China, erbaut. Der Komplex hat 40 Hallen und Pavillons, die mehr als ganze 30 Meter aus dem Boden ragen. Es gibt etwa 80 Statuen aus Kupfer, Eisen, Terrakotta und Stein. Der Tempel soll von einem Mönch namens Liao Ran erbaut worden sein. Eines der rätselhaftesten Geheimnisse des Tempels ist, wie er an Ort und Stelle hängen bleiben kann. Ich lüfte das Geheimnis. Der Tempel ist mit 27 superstarken Gelenken tief in der Felswand verankert und kann so nicht umfallen. Es wird angenommen, dass das Kloster auf einer Klippe gebaut wurde, um es besser vor Überschwemmungen, Regen und Schnee zu schützen. Der hängende Tempel ist auch der einzig existierende Tempel, der 3 traditionelle chinesische Religionen vereint, nämlich den Buddhismus, Taoismus und auch den Konfuzianismus. Nummer 2. Die Bat Yao sind eine asiatische ethnische Gruppe, die als Sinti und Roma oder Seenomaden bekannt ist. Sie kreuzen in kleinen Hausbooten in den Gewässern der Philippinen, Malaysias, Indonesiens und Bruneis, vor allem in der Sulu-See und den Gewässern um die Insel Sulawesi. Diese Teile der Meere gelten wegen der Piraterie als einige der gefährlichsten Gewässer weltweit. Doch das schreckt diese Menschen nicht ab, denn sie leben schon seit mehr als 1000 Jahren auf dem Meer. Für sie ist der Ozean einfach ihre Heimat. An Land kommen sie nur, um ihren Fang gegen landwirtschaftliche Produkte und andere Vorräte zu tauschen. So segeln sie mit ihren Holzschiffen hin und her zu ihren auf dem Wasser gebauten Häusern. Was würdet ihr tippen, sind ihre Haupteinnahmequelle? Schreibt es in die Kommentare. Ich löse auf. Tiefseetauchen und Fischfang sind ihre Haupteinnahmequelle. Man sagt auch, dass die Bayao auf das Tauchen spezialisiert sind. Denn in der Tat können die meisten problemlos länger als 2 Minuten die Luft anhalten. Nummer 1. Im November des Jahres 2000 wurden 3 Astronauten als Besatzung auf die internationale Raumstation geschickt. Die ersten Männer waren die russischen Kosmonauten Juri Gidzenko und Sergei Krikalev sowie der amerikanische Astronaut William Shepard. Mehrere Jahre nach dem ersten Flug wurden weitere Astronauten entsandt, um in der Raumstation zu leben und um andere Astronauten zu ersetzen. Seit 20 Jahren leben und arbeiten Menschen im Weltraum. Die Raumstation konnte zu Beginn etwa 6 Menschen aufnehmen, aber im Jahr 2009 waren es tatsächlich schon 13 Menschen an Bord, was sie zur größten Population machte, die jemals im Weltraum lebte, zumindest unseres Wissens nach. Im September 2019 waren es 9 Astronauten. Laut diesen Menschen war es sowohl aufregend als auch schwierig. Wenn sie essen wollten, mussten sie ihr Essen an einem Tisch oder an sich selbst befestigen, damit es nicht wegfliegt. Obwohl es für manche unglaublich cool klingt, kann die Schwerkraft negative Auswirkungen auf den Körper und die Gesundheit haben. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass ein langer Aufenthalt im Weltraum die körperlichen Eigenschaften verändern kann. Zum Beispiel gab es einen Astronauten, der in einem Jahr ganze 1,5 cm gewachsen war. Würdet ihr gerne an einem dieser Orte leben oder übernachten? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.